Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge von Sims 3 mit wildem Studentenleben. Ja, April ist jetzt gerade schon in ihrer ersten Abschlussprüfung drin. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sie abschneiden wird. Wir bitten den Professor natürlich wieder um eine gute Note an, das ist so allgemein unsere beste Masche. Und auch so mit die entspannteste. Wir könnten aber jetzt nochmal zum Ende hin alles geben, um vielleicht auch mit unserer eigenen Leistung ein bisschen zu überzeugen und zu sagen, hey, guck mal, ich kann auch so etwas. Und dann sollten wir eigentlich genau die erste Prüfung schon mal sehr gut bestanden haben. Und genau. Zuhören, Level 5 Prüfung mit Bravour bestanden. Sehr schön. Dann dauert es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so lange. Ja, er scheint nicht bestanden zu haben. Ihm scheint es nicht so gut gelaufen zu haben. Oder gelaufen zu sein. Und ja, ich freue mich wahnsinnig darauf. Gerade so wie dann noch die restlichen Tage heute sind und wie das so ausgehen wird. Ich kann mich da auch gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die nächste Prüfung. Ja, wir werden erst ein bisschen alles geben. Aber dann so gegen Ende hin werden wir, glaube ich, immer so ein bisschen betteln, weil uns geht es gerade immer schlechter, beziehungsweise wir sind immer angespannter. Wir haben so überhaupt keinen Spaß mehr, deswegen werde ich ab jetzt den Professor anbetteln gehen, damit sich das so ein bisschen entspannt. Wir wollen ja auch wirklich möglichst eine gute Note haben. Ich spule jetzt einfach mal den Prozess vor, einfach weil es langweilig ist, die ganze Zeit zu gucken, wie April in ein Haus drinnen rumhockt. Und so funktioniert das eigentlich wirklich alles ganz gut. Und generell ihre Werte sind nicht ganz so gut. Ich denke, wir werden dann nachher auch noch Richard einladen. Und ja. Sehr schön. Dann sind wir jetzt an sich fertig. Wir haben die beiden Prüfungen mit Bravour bestanden. Und jetzt heißt es abwarten, was noch so auf uns zukommt. In den nächsten ein, zwei Tagen. Kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Aber ich denke, das ist jetzt nicht das größte Problem. Ist ja jetzt auch die letzte Folge. Und danach geht es dann auch ab nächster Woche mit der unterschiedlichen Stammbau-Challenge weiter, worauf ich mich dann doch auch schon ziemlich freue. So, und zwar rufen wir jetzt erstmal den Guten an, damit er vorbeikommt. Das dauert immer so eine Weile. Nach Hause einladen. So, und dann müssen wir das verdorbene Essen aussortieren, weil es müffelt doch schon ein bisschen. Und er kommt gleich rüber. Und ich würde sagen, wir essen dann einfach einen schnellen Snack, irgend so einen grünen Salat. Und das sollte dann auf jeden Fall erst einmal reichen. Und ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis er rüberkommt. Na, guck mal, das ging jetzt relativ schnell. So, wir laden ihn mal nach drinnen ein. Dann sollte er jetzt eigentlich schon von ganz alleine reinkommen. Die sind jetzt übrigens, also nee, das habe ich ja, das war eine Folge, wo die fest zusammengekommen sind, genau das wisst ihr ja auch alle schon. Natürlich haben sie jetzt ein bisschen besser kennengelernt, ich habe jetzt eine gute Woche alleine gespielt. Ist jetzt auch nicht so viel mehr Interessantes passiert, aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen kommunizieren, weil Aprils Kommunikationsleiste ist ein bisschen unten. Fragen ihn erstmal, ob er über Nacht bleiben möchte, damit er nicht geht, sondern wir wirklich mit ihm reden können. Viel. Ich muss ihn auch ehrlich gesagt noch ein bisschen weiter kennenlernen, weil ich kenne auch nicht mal alle seine Merkmale. Ich glaube, eins fehlt mir noch. Und er verrät mir irgendwie nicht sein Studienfach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso. Kiliras, Makinasi. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, und jetzt haben sie wieder eine Verabredung. Und er bleibt immer noch sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich die Sozialleistung wieder ein bisschen aufbauen. Ich denke nämlich, dass wir erst morgen erfahren oder übermorgen sogar erst, ob wir bestanden haben oder nicht. Natürlich haben wir bestanden, das ist eigentlich ziemlich klar. Genau. Wir bauen jetzt erstmal ein bisschen unsere Sozialleiste wieder auf. So, wir machen nochmal ein Kompliment über das Aussehen. Und dann werden wir ein bisschen Händchen halten und unsere Sozialleistung halt ein bisschen aufbauen. So, dann
Gehen wir aber dann auch relativ schnell ins Bett. Es ist ja auch schon ein bisschen später. Und noch einen Tag bis zum Semesterende. Okay, cool. Dann müssen wir sogar noch den morgigen Tag mitmachen. Ich mache noch mal ein Techtelmechtel. So, ich spule mal ein bisschen vor. Es ist ja gar nicht so interessant mehr. Das haben wir ja schon die letzten Folgen alles gemacht. Mich interessiert jetzt wirklich eher so das Studienende. Ach, jetzt müssen wir noch diese blöde... Egal, ich lasse das jetzt kaputt sein. Das ist, denke ich, ganz okay. So, dann... Genau. Geht's dann aber Richtung Bett, das führt dann auch Spaß ein bisschen auf. Und dann, nein, die Toilette reparieren wir, denke ich, nicht. Ich wohne ja eh nicht mehr lange. Mir ist es doch egal, was mit der Toilette wird, wirklich. Also, ganz im Ernst. Was interessiert mich die Toilette? Gut, morgen früh vielleicht nochmal, aber dafür reicht die dann auch noch. Deswegen. Was aber auch gut bei April die ganze Zeit steigt, ist Charisma-Fähigkeit. Also, die steigt doch erstaunlich schnell. Wow. Krass. Okay. Wir haben jetzt wirklich unseren Abschluss erhalten. Und zwar, April hat ihren Lebenswunsch erfüllt. Genau, das sowieso, weil wir... Achso, und jetzt so... Ja, und kriege ich jetzt nicht irgendwie Bescheid? Hey, du hast deinen Abschluss? Ich meine, ich habe jetzt einen sehr guten Abschluss. Aber ich dachte, es ist noch ein bisschen feierlicher. Ich meine, sehr gut. Ich habe Kommunikation mit sehr gut abgeschlossen. Das ist ja schon mal ganz cool. Aber... Ja, und die feiern die ganze Zeit irgendwelche Lagerfeuerpartys im Winter. Da wollte ich halt nie mitmachen. Man sieht, es ist Winter. Es ist gerade... Wow, das sieht so schön aus mit dem Sternenhimmel. Aber genau, wir lassen jetzt erstmal den neuen Tag einbrechen. Und vielleicht ist ja dann sogar noch was. Vielleicht gegen mittags, nachmittags. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn nicht, dann werde ich dann aber auch nach Hause gehen. Beziehungsweise es kommt ja dann noch eine Nachricht, dass man nach Hause gehen soll. Und auf die werde ich einfach warten. Und genau, dann gehen wir dann halt einfach auch nach Hause. So, wir essen einfach einen kleinen Snack. Und zwar futtern wir ein bisschen Müsli. Ja, du könntest eigentlich immer die Toilette ganz machen, weißt du das? Ich weiß nicht, der stylt sich die ganze Zeit nur im Spiegel. Ich frage mich allerdings, wieso. Und er benutzt die ganze Zeit mein Schaumbad. Aber hey, immerhin habe ich jetzt einen Kommunikationsabschluss mit sehr gut. Das ist doch auch was wert. Wir werden dann wahrscheinlich aber auch mit unseren, mit der, wie heißt das, Unterschied an Stammbaum-Challenge sowieso bald wieder in die Uni gehen. Und zwar mit, oh Gott, wie hieß sie, Luisa? Ich glaube, es war Luisa. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war Luisa. Und genau, mit ihr werden wir auf jeden Fall bald wieder in die Uni gehen. Und ja, Paul, denke ich, ich habe jetzt überlegt mit ihnen, oh, jetzt haben wir unser Studium. Sehr schön. Das Semester ist beendet. Herzlichen Glückwunsch. Hier sind die Abschlüsse aller Studierenden Sims. Weiter so. Abrick Douglas, sehr gut. Kommunikation, sehr schön. Gut. Ich glaube, dann wird es Zeit, uns jetzt von ihnen zu verabschieden hier. Weil lange werden wir ihn ja nicht mehr bei uns haben. Ich weiß gar nicht, ob ich den nachholen könnte, wenn ich wollte. Aber ich spiele da mit der Familie sowieso nicht weiter. Vielleicht höchstens privat, wenn ich gerade mal so ein bisschen Lust habe. Aber ansonsten werde ich dann die Familie hier auch beenden. Und ja. Wir können ja nochmal ein Foto zusammen aufnehmen. Aber dann neigt sich dieses Let's Play jetzt wirklich langsam dem Ende zu. Und dann machen wir nochmal ein Kompliment über das Aussehen. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen Händchen halten. Und einen Witz erzählen. Ja, auch nochmal ganz interessant. Und genau. Können nochmal ein lustiges Video zeigen. Also eine Kleinigkeit halt. Und dann sind wir eigentlich jetzt hier wirklich gleich fertig. Ich weiß gar nicht mehr, ab wann man nach Hause gehen muss. War das ab mittags? Ich habe mich das letzte schon gefragt, aber ich habe es noch nicht gemerkt. Weil steigen wir sogar noch ein Level an unserer Kommunikationsfähigkeit. Wir sind jetzt sogar Level 5 bei den Nerds. Und genau, wir können ja noch mal einen Witz erzählen.
Aber Lukas. Ah, okay, guck mal, wir haben das. Wir müssen, glaube ich, jetzt wieder Freundschaften und Kontakte knüpfen. Wird's erzählen. Genau, ich brauche nämlich noch 2 mehr Freunde. Irgendwie hat es wieder Freunde abgebaut. Naja, ist ja auch egal. Brauche ich jetzt ja nicht mehr. Und genau, wir machen jetzt mal einen Kokettenwitz. Und dann kommen wir nochmal zum Abschied. Hinter ich die Mädchen machen. Und oh, die Lampe ist ja ganz süß. Fällt mir jetzt erst auf. Steht hier schon immer? Interessant. Ich lerne erst jetzt unser kleines Häuschen richtig kennen. Aber gut, wer weiß, was ich noch nicht gesehen habe hier. Obwohl es ja doch ziemlich überschaubar ist, die Wohnung. Ja, jetzt blockieren sie sich wieder. Okay, gut, dann halt nicht. Der Moment, wenn sich die Sims gegenseitig blockieren. April über Film. Nein. Ja, sehr gut, April. Ich glaube, du solltest nicht auf Demonstration gehen. Ich glaube, das ist nicht so dein Talent. Ich denke nicht. Nein. Nein, April, was tut? Ist lieber noch ein. Ah, komm, ist Eiscreme. Eiscreme ist cool, ist Eiscreme. Genau, und Rebellen sind intellektuell. Ja, bist du jetzt ein Rebelle? Echt, weil du einmal demonstriert hast? Beziehungsweise nicht mehr richtig. Du hast ja nur 2 Sätze durchs Megafon gerufen. Und schon ist man rebellisch. Was will der? Ach, Blumen bekommt man. Die Blumen will ich jetzt schon bekommen. Kannst ja danach weiter essen. Ich bin mal gespannt. So. Lab so der. Oh, sehr schön. So, dann würde ich jetzt einfach die Eiscreme mal weiter essen. Hat ja aber nicht geschadet. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie lange ich noch hier auf der Uni sein darf, beziehungsweise wann ich dann rausgeschmissen werde und gesagt wird, hey, hier haust du jetzt gefälligst ab. Aber bis jetzt sind sie eigentlich noch alle ganz freundlich. Ich glaube, wir müssen jetzt dann nochmal die Toilette stopfen gehen. Es hilft ja dann doch alles nichts. Und dann werden wir jetzt nochmal die Toilette benutzen. Erstmal säubern. Dann benutzen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal ein Schaumbad. Wir lernen ja wirklich einiges an Fähigkeiten. Allein Kochen und Geschicklichkeit. Also das ist doch sehr interessant. So, wie gesagt, mal sehen, wann ich herausgeschmissen werde. Ich guck mal, wann es der Fall ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte es mir vielleicht mal aufschreiben oder merken sollen. Okay, die Eiscreme ist leer, obwohl sie noch halb voll ist. Beziehungsweise so voll wie vorher. Aber gut. Was machst du das hinten in der Ecke? So, jetzt geht er auch auf Toilette. Okay. Ja, ich habe gerade so ein bisschen Langeweile, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will rausgeschmissen werden. Ich will aber nicht alleine gehen, weil ich Angst habe, noch irgendwas zu verpassen. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn die jetzt sagen, hallo, du musst jetzt leider gehen, wir wollen dich nicht mehr. Das wäre doch ganz cool eigentlich. Ah, ist auch gleich 16 Uhr. Vielleicht darf ich sogar oder muss ich erst am Sonntag gehen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht spiele ich jetzt einfach bis dorthin und mache dann einen Cut. Und sehen wir dann, wenn ich rausgeworfen werde. Sehen wir uns dann wieder, wenn ich rausgeworfen werde. Charge? Vielleicht kann ich jetzt auch bis zu meinem Lebensende bleiben. Ich weiß es wie gesagt nicht. Okay, jetzt ist der Ausflug beendet. Ich werde jetzt aufgefordert, nach Hause zurückzukehren und werde jetzt um 12 Uhr aus der Unistadt geschmissen, was ich ein bisschen dreist finde, wirklich. Einfach so, gerade mitten am Schlafen und dann heißt es auf Nimmerwiedersehen. Naja gut, dann würde ich sagen, ist es jetzt an der Zeit, mich von euch zu verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ja... Wenn ihr noch weiteres auf Sims 3 habt, schaut nächste oder spätestens übernächste Woche auf jeden Fall nochmal vorbei. Denn dann
geht es weiter mit der unterschiedlichen Stammbaum-Challenge, worauf ich mich sehr freue. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich dort aufgehört habe, aber da finden wir schon wieder rein. Und ja, dann bis dorthin und bis bald und